Ja, der Media Literacy Award ist ein Festival, das einmal jährlich im Dschungeltheater stattfindet. Und bei diesem Festival werden im Rahmen einer feierlichen Gala die besten und innovativsten Medienprojekte ausgezeichnet, die an österreichischen und europäischen Schulen im letzten Schuljahr realisiert wurden. Genau, und zwar gibt es verschiedene Kategorien, in denen Media Literacy Awards vergeben werden. Das sind zum einen Videoprojekte, Audioprojekte, dann gibt es Multimedia-Projekte, Printprojekte und die letzte Kategorie ist Mediendidaktik. Ich denke mal, wichtig ist, dass wir die Sachen, die jetzt schon in den Schulen passieren im Bereich Medienbildung, wirklich zu Gesicht bekommen. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, damit mehr Leute von den Projekten erfahren, die im Bereich Medienbildung passieren. Und ja, ich sehe das jedes Jahr wieder, wie auch die Kinder und die Schüler und Schülerinnen stolz sind auf ihre Projekte. Und ich glaube, da bieten wir einfach im Rahmen unseres Festivals im Bereich unserer Gala einfach ein cooles Ambiente, damit man wirklich einmal auch die Schüler und Schülerinnen auf die Bühne bittet und dass sie diesen Moment auch genießen können. Also das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum man einfach das herzeigen soll, diese tollen Projekte herzeigen soll. Genau, außerdem gibt es eine Fachtagung, wo Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen und auszutauschen über das Thema Medienbildung, was hier schon passiert, was man auch machen könnte, sich Inspiration und Anregungen zu holen. Genau, und last but not least bieten wir natürlich vor allem für die Schulen, die aus den Bundesländern kommen, die Möglichkeit, 3 Tage in Wien zu bleiben, zu übernachten und wir übernehmen die Nächtigungskosten. Teilnehmen können Schulen aus Österreich und aus ganz Europa. Wichtig ist, dass alle Schultypen teilnehmen können. Angefangen von Volksschulen, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, Schulen, die einen Medienschwerpunkt haben, aber auch Schulen, die keinen Medienschwerpunkt haben. Und ja, alle Infos, wie diese Einreichung funktioniert, findet man auf der Webseite www.mediamanual.at. Genau, hier kann man sich online anmelden und die Anmeldung ist ganz unkompliziert, ganz einfach und die Projekte kann man uns auch auf verschiedenen Wegen zukommen lassen, über Link, per E-Mail, per Post. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und wichtig ist auch noch zu sagen, wir freuen uns über jedes einzelne Projekt. Die müssen nicht immer toll sein. Es geht nicht immer darum, dass die Projekte ausgefeilt sind, sondern einfach diesen ersten Schritt zu wagen, sich mit Medienbildung auseinanderzusetzen und deswegen bis 15. Juli einreichen. Wir freuen uns und hoffentlich sehen wir uns beim Festival im Herbst. Dieses findet heuer von 23. bis 25. Oktober 2019 in Wien statt. Im Museumsquartier im Dschungel Wien. Genau. Wir hoffen, wir sehen uns dort. Juhu!